Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin der Onkel Poppy. Wir spielen Minecraft Popzone basiert auf dem Modpack Project Ozone 3. Da steht's so. Wir haben in der letzten Folge notgedrungen eine neue Stromversorgung gebaut. Die habe ich tatsächlich auch ausgeschalten, als ich vom Server runter bin, damit ich das gute Jellorium nicht einfach so verbrate. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, jetzt müsste ich ja mittlerweile, wobei ich habe Strom ausgehabt, ne? Das heißt, der hat auch natürlich nicht weiter produziert, glaube ich. Ja doch, ein bisschen hat er noch weitergemacht, hat er noch weitergemacht. So haben wir zumindest noch etwas an Jellorium zur Verfügung. Das ist schon mal ganz cool. So, pass auf, dann würde ich heute gerne anfangen mit dem Auto-Crafting. Und zwar würde ich als erstes machen diese Gerät und würde dazu wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, anfangen und würde, das ist ja unter meiner Würde, warte mal, ich würde, glaube ich, wo bauen wir das denn hin? Ja, wo bauen wir das denn hin? Wollen wir das hier als zweite Etage machen vielleicht? Oh ja, das wäre natürlich eine Maßnahme, ne? Dass wir das als zweite Etage machen. Warte mal, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen Glasfaserkabel und sagen dazu, hey, wir brauchen ein Ganges. Warte mal, wir bauen das Ganze. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn der hin? Warte mal, wir bauen das Ganze da. So, wir bauen das Ganze mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke runter. Nicht 7 Leben, sondern 7 Blöcke. So, pass auf, wir machen da mal so einen Eulenvorsprung. Ich glaube, das tun wir einfach mal so. Das heißt, ich würde jetzt in der Tat versuchen, zack, hier erstmal Licht zu machen, dass ich ein bisschen was sehe. Und ihn nicht unbedingt Kalle spawnt, weil Kalle ist nämlich doof. Habe ich so beschlossen. Frag mich nicht, warum. Ich habe einfach beschlossen, Galle ist doof. So, pass mal auf. Dann würde ich sagen, ich knall hier mal so einen Inscriber hin. Habe ich denn noch weitere Inscriber schon gemacht? Als ich die gemacht. Oh ja, habe ich schon. Siehst du, ich habe nämlich schon 4 weitere getutet. So, 1, 2, 3, 4. pass mal auf, die haben wir nämlich schon getutet. Dann können wir nämlich sagen, wir machen, was machen wir denn? Die brauchen einfach nur Strom, nichts weiter. Das heißt, wenn ich jetzt, lass mich mal ganz kurz überlegen, ich brauche mal eine Schächt. So, ich habe hier eine Schächt. So, gut, das gut und schön. Die Chest, die knallen wir. Warte, das ist doof, wie das hier steht. Und du kommst auch weg. Warte mal, wir machen das ganze Thema so. Pass mal auf, wir machen das mal so hin. Dann haben wir nämlich so einen kleinen Balkonius. Ja, das sieht gut aus. So, diesen Balkonius, den präsentieren wir jetzt erstmal so. Oder? Advanced Inscriber kommt da. Kommt da und... Oh, ein zu wenig. Warte. Kommt da und... Da. Huch, so. Ja, pass auf, mein Plan ist es jetzt im Endeffekt, die ganzen Prozessoren zu automatisieren. Das ist jetzt so erstmal mein Plan. So, diesen Plan muss ich jetzt mal zusehen, dass ich den irgendwie irgendwo hinbekomme. So, und zwar möchte ich das Ganze nicht nur automatisieren, sondern auch gleichzeitig extremisieren. So, wir haben doch hier noch irgendwo...
ein so ein Wireless-Ding gehabt, ne? Wireless. Zwei sogar. Zwei Konnektoren. Das ist sogar sehr cool, weil wir brauchen ja zwei. Fällt mir dazu gerade mal ein. So, pass auf, Wireless-Konnektoren. So, den einen knallen wir erst mal hierhin. Den anderen knallen wir dann erst mal dahin. So, warte, hier, so. Zack. So, dann connecten wir den ganzen Kroms mal miteinander. Zack. Und zack. Das wäre das Wichtigste. So, dann hätten wir das nämlich schon. Dann kommst du hier raus und wir brauchen einen Exportbus. Brauchen wir dafür einen Exportbus? Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen dafür ein ME-Interface. Das behaupte ich jetzt mal so. Ganz banal. Wir brauchen dafür ein Interface. Und das Interface, das klatschen wir mal dahin. Dann nehmen wir die Chest, klatschen die dahin. Geht das? Geht doch auch nicht, ne? Ist doch auch doof. Ist auch doof, warte mal, das machen wir auch nicht. Nee, ist auch falsch. Oh Gott, ich habe das Ewigkeiten schon nicht mehr gemacht. Warte mal, so, dann klatschen wir das doch dahin. Wir nehmen den Export-Bus, weil wir wollen ja was exportieren. So, komm mal her. Kann man den nicht sogar auch vergrößern? Nein, kann man nicht. Export-Bus, so, den knallen wir dahin. Dann kommt da ein Kabel dran. So, da geht alles rein, was wir wollen. Das heißt, hier geht rein. Eigentlich ja nicht allzu viel, ne? Eigentlich ja nicht allzu viel. Warte mal, Export Bus, haben wir denn hier noch irgendwo drin stehen? Liquid Translocator? Nein, den brauchen wir nicht. Export Bus, weil ich brauche noch ein paar mehr. Export. Ne, brauchen wir gar nicht. Warte mal, Conduit? Ich mach das mal so, wie ich es denke. Und dann sagt ihr mir, nee, das ist scheiße. Und dann sag ich, okay. Und dann sagt ihr mir, mach das mal anders. So, pass mal auf. Wir klatschen das ganze Ding jetzt hier einfach mal zusammen. So, dann kommen wir hier mit einem Item-Filter. Item haben wir nicht. Okay, wir brauchen Item-Filter. Filter. Advanced. Oder Basic. Basic oder Advanced. Okay, ich würde sagen, Basic reichen. sage ich jetzt mal. Oh, oder auch nicht. Wir brauchen 1, 2, 3, 4. Okay, das hätten wir. Und dann können wir nämlich jetzt sagen, wenn ich jetzt hoffentlich genug Papier zusammen habe, 1, 2, 3, 4, sehr cool. Und wir können hier Filter mit Inserts reinbringen. Inserts. Und eigentlich bräuchten wir auch Extraction Filters, ne? Warte mal. Das heißt, ich würde jetzt hier, glaube ich, gerne. Warte mal, grün, rot. Pass auf, machen wir hier rot hin. Rot ist Insert. Rot ist Insert. Und dann machen wir auch einen Filter dran. Und dann kommt hier auch ein Filter mit Rot. Insert. So, pass auf. Dann müssen wir natürlich noch extracten. Extracten. Ich hoffe, der zieht sich das auch alles raus, so wie es soll. Ach, gucke, hier sind ja schon welche drin. Er macht natürlich nicht das, was ich sage. Stimmt, da war ja was. Wir müssen doch noch ein bisschen mehr bauen dazu. Warte mal, wir haben von hinten. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Wir haben von hinten. Ich muss hier unten diese Dinger wieder wegbauen. Das sieht zwar schön aus, aber das ist scheiße. So, ey, wo willst du hin? Wir bauen. Rot ist ein Extractor. So.
Rot ist ein Extractor. So, pass mal auf, dann machen wir das hier rein. Und hier machen wir jetzt unsere Filterchens. Warte, ich habe hier, glaube ich, irgendwo... Hallo? So, ich habe nämlich irgendwo... also nicht sonst wo, sondern irgendwo. So, da haben wir das. Und... Das war's auch schon, ne? Hey, wer bist du denn? So, das heißt, wir haben die Calculation Press, wir haben die Logic Press, wir haben die Engineering Press und wir haben die Silicon Press. So, das heißt, wir brauchen jetzt Silly. Einmal Silly. Wir brauchen jetzt einmal haben wir gar nicht. Lol. Weil ich da ja nicht schon gewesen bin, natürlich nicht, müssen wir noch einmal dahin rennen und nehmen diese Kammer mit. Wir brauchen nämlich Pyrocertus Quartz Crystals. So. Und das ganze Ding ziehen wir uns hier oben mit rein. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Wen haben wir denn hier? Calculation Press. Habe ich die Prozessoren hier oben irgendwo drin? Nein. Nein, nicht die. So, da. Calcu. Oder warte. Prozessor. Haben wir das hier irgendwo drin stehen? Ja. Und zwar haben wir hier eine Calculation Press. Das wäre dann tatsächlich mit dem Certus Quartz. Calculation Press. Mit dem Certus Quartz. So, das heißt, wir gehen hier auf die Whitelist, setzen den hier rein und schon geht nur noch dieses Ding raus. So, dann haben wir hier die Logic Press. Die Logic Press ist mit Gold. Gold. Da holen wir jetzt einen goldenen. Und machen den auf die Whitelist. Dankeschön. So. Dann brauchen wir einen Diamant. Und da wären wir, glaube ich, bei der Engineering Press. Da machen wir hier den... Nein. Diamant rein. So. Dir. Danke. Und hier machen wir dann das Silikon rein. Oder Silizium sozusagen. Das Silicon. Und genau. Und dann kannst du nämlich hier wieder weg. So. Jetzt haben wir zumindest schon mal konfiguriert, dass er das von der Seite aus reinsetzen soll. Jetzt muss man natürlich gucken, dass er das auch von der Seite wieder rauszieht. Das heißt, wir brauchen tatsächlich auch einen Filter wieder. Wir brauchen echt noch Filter. Filter, 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 Filter. Immer diese Filters. So, das heißt nochmal 4 Stück. 1, 2, 3, 4. So, und dafür brauchen wir nämlich dann die Basic Filters. 1, 2, 3, 4. Damit wir die wieder rausbekommen. Und zwar geht das wieder da rein. Mit grün. Das ist schon mal super wichtig. Haben wir hier noch diese Dinger fertig? Nee, haben wir nicht. Dann. Achso, hat er gar keinen Saft, ne? Warte, habe ich hier noch zufälligerweise irgendwo. So, ich weiß noch nicht genau, wann ich geschnitten habe, aber Fakt ist, ich habe geschnitten und ich werde auch geschnitten haben sein sollen. Denn, so wie ich mir das ursprünglich gedacht und erhofft habe, hat es leider Gottes nicht wirklich hingehauen. Deswegen musste ich erstmal wieder zum Altbewährten zurück. Das heißt, ich kann das mal kurz abbauen, damit ihr seht, wie ich das gebaut habe. Weil es gibt da immer noch mal den ein oder anderen, wie ich ja schon gesagt habe, der halt noch nicht weiß oder nicht weiß, wie sowas funktioniert. Also, ich habe... diese 4 Inscriber hingebaut, die Advanced Inscriber habe ich in diesem Fall genommen. Die haben den Vorteil, da kannst du eben halt mit Conduits arbeiten und dementsprechend kannst du mit den Conduits die Sachen hier rausziehen. Anders würde es sein mit den normalen Inscribern, da müsstest du die von vorne rausziehen. Das heißt, hier haben wir den Vorteil, hier können wir vorne sehen, wie die schöne Animation funktioniert. Bei den anderen geht es eben nicht deswegen. Also ich habe hier 4 Inscriber genommen, das wissen wir ja schon. Ich habe dann die Interfaces gemacht. In das jeweils ein Interface habe ich dann reingepackt, die Encoded Pattern. Habe hier drin fix die Inscriber pressen sozusagen, so dass ich nur noch nachher bei diesem Ding sagen muss,
oder sagen, brauche in der in Pattern, dass ich da habe, ich brauche ein Pure Certus Quartz Crystal und damit kann ich eben halt diesen netten Calculation Circuit herstellen oder eben halt hier dann auch den Logic Circuit oder hier den Engineering Circuit und hier kann ich dann halt auch das Printed Silicon herstellen. Das Ganze füge ich ein, natürlich über das ME-Glaskabel, das kommt dadurch rein. Dann wird das hier drin produziert. Wenn fertig ist, ziehen die ME-Kabel, die Item-Conduits das wieder raus. Das packen wir dann in eine Kiste. Diese Kiste hat einen Importbus, damit importiere ich aus der Kiste heraus wieder das Ganze in das ME-System, welches dann daraufhin hier oben mit dem Importbus mit dem Interface, da habe ich dann eben halt die Rezepte reingepackt. Ich brauche ein Redstone, ein Printed Silicon, ein Printed Logic, überhaupt ein Printed Circuit und den packe ich da rein. Wobei ich könnte auch das Printed Silicon und ein Redstone könnte ich auch rausnehmen. Ich bräuchte eigentlich nur das Printed Logic Circuit. Alles andere ist ja eigentlich Quatsch, das mache ich auch. Das heißt, ich schmeiße das hier nochmal raus, das braucht man nämlich nicht, denn ich habe hier automatisch gesagt über den Export-Bus, hiermit exportiere ich aus dem ME-System heraus Redstone. Somit wird hier andauernd Redstone vorgehalten, genauso wie ich hier unten drin habe, auch ein Export-Bus. Der exportiert immer Printed Silicon. Das heißt, ich habe hier eigentlich immer Silicon, Printed Silicon und auch die Redstone habe ich hier eigentlich automatisch immer vorgehalten, so dass ich hier oben nachher nur noch dann entsprechend diese Dinger reinsetzen brauche, dass er mir sagt, ich habe dann eben automatisch diese ganzen Gerätschaften. So, da ich jetzt aber sage, ich möchte gern nochmal neu, mache ich so das Ganze eben ohne dem. Das heißt, wir brauchen den Circuit. Das machen wir jetzt nochmal ganz schnell voll. Circuit. So, damit können wir sagen, wir craften jeweils nochmal ein von diesen Dingern. Circuit und davon machen wir auch nochmal ein. Achso, ich habe gar keinen Prozessor frei. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, da siehst du, irgendwo müsste er arbeiten. Hat er schon gearbeitet? Warte. Da müsste er ja eigentlich schon da sein, ne? Circuit. So, da haben wir ein Circuit. Das gleiche machen wir hier auch mit. Dann kann er nämlich schön automatisch ackern, da ist er, auch gerade fertig. Circuit. So, genau, das heißt, wir brauchen dich, ich brauche dich und dann brauchen wir natürlich noch die Prozessoren. Das heißt, wir haben hier schon den Logic-Prozessor, da brauchen wir jetzt also den Printed Logic Circuit. Den können wir hier reinsetzen, dann machen wir daraus den. Dann brauchen wir den Engineering Prozessor. Den setze ich jetzt hier nochmal mit rein. Engineering Calculation. So, dann haben wir das nämlich auch. Und wir brauchen natürlich noch den Calculation Prozessor. Dann hätten wir das nämlich auch einmal alles komplettiert. So. Das sind die Rezepte nämlich viel einfacher. Und du siehst, ich habe hier oben, Entschuldigung, auf Processing Pattern gesetzt. Somit haben wir eigentlich jetzt alles vollständig. Diese Ding setzen wir eben in das ME-Interface rein. Ich habe das ME-Interface kurz gehalten, denn so einen großen Block brauche ich eigentlich nicht, weil ich das ja eh über andere Sachen wieder extrahiere. Deswegen, also diese schmalen Dinger, du setzt halt einfach einen ganz normalen, habe ich hier noch ein ME-Interface, habe ich so ein Ding noch fertig? Nein, habe ich nicht. Habe ich auch hier nicht drin. Okay. Das heißt, Interface. Ich brauche das ja so oder so. Ich nehme da mal ganz fix ein so ein Ding weg. So. So sieht das ganze Interface ja in der Regel aus, wenn es normal craft ist. Das hat jetzt einfach den Vorteil, wenn ich es hier so stehen lasse, es hat auch Energie, es kann reintun und rausziehen, was allerdings bei den Inscribern nicht ganz funktioniert. Die brauchen trotz so oder so nochmal eine extra Variante. So, du kannst das Ding schmal machen, indem du es einfach ins Crafting-Feld reinpackst und dann siehst du, dass hier ein flaches rauskommt. Dann sieht der ganze Rotz so aus. Das ist sehr flach gehalten, sieht dann optisch auch ein bisschen ansprechender aus und dementsprechend passt das. Machst du es wieder groß, kannst du das wieder reinlegen und dann wird es wieder groß. Ist also
ganz normal, brutal in Ordnung. So, und das Ganze verkleide ich dann natürlich, dass es auch einigermaßen schön aussieht, und dass man damit dann auch vernünftig arbeiten kann. Mehr wollte ich eigentlich nicht gesagt und gezeigt haben mehr. Hier vorne, da mache ich dann nochmal Enlighted Clear Glass rein, dass das schön beleuchtet ist, dass man dann auch schön gucken kann, wie die hier arbeiten. Alles gut, alles toll, wenn man eben die Prozessoren dann craften kann, um zum Beispiel neue Gehäuse zu bauen, ME-Drives zum Beispiel, dass man die halt wieder hier hat und solche anderen kleinen Kladderstadtdingern. So, das soll jetzt erstmal der Fall gewesen sein. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann und wo ich geschnitten habe. Ich weiß nur, dass ich in einem Ursprungspart irgendwas bei 30 Minuten schon gewesen bin und ich war immer noch nicht fertig und deswegen habe ich das Ganze einfach mal abgekürzt. Ich habe es gecuttet. Also nur damit ihr Leute das auch seht und wisst, wie ich das gebaut habe, so schaut das Ganze aus. Das ist verbunden mit dem ME-Controller da hinten, damit wir dann hier auch Sachen hin und her transferieren können. Normalerweise kommt hier das Kabel direkt an, dann ist es analog zum Kabel, also zum WLAN auch per Kabel gemacht. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine Bewertung da oder auch ein Abo. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Part. Bis dann, tschüss! We'll be right back.